In Frankreich soll das Gendern per Gesetz verboten werden. Warum ich dieses Vorgehen für absolut unmöglich und grob fahrlässig halte, das erfahrt ihr in diesem Video. Er wolle die französische Sprache vor den Auswüchsen der sogenannten inklusiven Schreibweise schützen. So sagte es jüngst der französische Präsident Emmanuel Macron, der neuerdings selbsternannte Fachmann zum Thema richtige und falsche französische Sprache. Er warnt davor, im Streit um gendergerechte Sprache dem Zeitgeist nachzugeben. Mit seinen Überlegungen steht er aber nicht alleine da, sondern stärkt der Académie Française den Rücken, die die Gendersprache als tödliche Gefahr für die französische Sprache bezeichnet. Die Genderdebatte wird in Frankreich schon seit einer ganzen Weile ziemlich erhitzt geführt. Ein neuer Gesetzesentwurf soll nun das Gendern künftig in Gesetzestexten, Gebrauchsanweisungen, Arbeitsverträgen, Alltagsdokumenten, also quasi überall verbieten. Unabhängig davon, dass Emmanuel Macron nicht mal vom Fach kommt, ist die Gesetzesforderung an sich einfach nur eine Riesenzumutung für einen großen Teil der Gesellschaft. Und zwar den Teil, der sich durch die nicht gegenderte Sprache nicht nur übersehen fühlt, sondern de facto auch über Jahrhunderte hinweg übersehen wurde und nach wie vor wird. Und hier rede ich von knallharter struktureller Diskriminierung, die nun mal ein Fakt ist. Besonders makaber an der ganzen Gender-Debatte ist aber vor allem, dass Menschen wie mir, denen das Gendern, egal in welcher Sprache, nicht nur wichtig ist, sondern die sich auch darum bemühen, es zu praktizieren, andauernd vorgeworfen wird, wir würden unsere mistige und fehlerhafte Sprachgrammatik anderen aufzwingen. Aber ich habe noch nie jemanden dazu gezwungen zu gendern, geschweige denn versucht, ein Gesetz durchzudrücken, das das Gendern hochoffiziell überall vorschreibt. Solange alle anderen Geschlechter als das Männliche nach wie vor systematisch und strukturell diskriminiert werden, ist nicht zu gendern keine Option für mich, ganz egal in welcher Sprache. Und deswegen mache ich weiter. Wenn die eine oder andere Person durch meine Gendersprache ins Grübeln kommt und merkt, dass es ja durchaus einen positiven Mehrwert hat, dann freue ich mich. Wenn nein, dann ist es eben so. Aber ich möchte, dass auch über unsere Sprache deutlich wird, wer zu unserer Gesellschaft dazugehört. Und dafür wiederhole ich mich immer wieder gerne, Sprache schafft Wirklichkeit. Wenn wir durch ein so einfaches Mittel wie die Gendersprache es also schaffen, für mehr Visibility und vielleicht auch mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft zu sorgen, dann ist das doch eine tolle Sache. Und noch eine andere Sache ist mir wichtig. Genauso wie ich andere Leute nicht pausenlos darauf aufmerksam mache, dass sie nicht gendern, habe ich auch keinen Bock mehr, mir alle naslang dumme Bemerkungen zu meiner Gendersprache anzuhören. Und so Kommentare wie, ach, heißt das jetzt KinderInnen, sind in diesem Zusammenhang vor allem nervig, unreflektiert und völlig fehl am Platz. Übrigens finde ich es auch ziemlich schräg, in der Gender-Debatte mit dem Zeitgeist-Argument zu kommen, dem wir uns ja alle ganz unreflektiert zu unterwerfen scheinen. Wie oft sind es denn genau der Zeitgeist und der wissenschaftliche Fortschritt gewesen, die dazu geführt haben, dass sich unsere Gesellschaft zum Positiven entwickelt hat? Ich denke da an so bescheidene Dinge wie Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit zum Beispiel. Aber hey, wahrscheinlich können wir uns am Ende wenigstens darüber freuen, dass diese menschenrechtliche Trias, egal ob im Deutschen oder im Französischen, feminine Worte sind.